Grüß Gott, liebe Aufrufer. 2. März, Mittwoch, heute das große Pokalspiel. Eddie the Eagle, Bayern München gegen Schalke 04, hat uns große Freude gemacht, weil ein Idolbedarf besteht. Es ist ein Bedarf in der Öffentlichkeit an netten, freundlichen, witzigen Erscheinungen. Und Eddie the Eagle war der englisch sprechende Skiläufer, der von den Schanzen, Sprungschanzen herunterfuhr und vom Schanzentisch wie ein Stein herunterfiel und sich so gut wie keine Gräten gebrochen hat, immer auf dem letzten Platz, immer sensationell, Eddie the Eagle. Und ich möchte deshalb zu der Aktualität etwas zufügen, was ich prägnant hier herausgebracht habe. Ich hoffe, es funktioniert technisch. Lichtgeschwindigkeit ist manchmal schwierig, aber in der Einfachheit verständlich. Ich glaube, man kann das Bild jetzt sehen. Ich habe hier unten an meinem Gerät den Lautsprecher und ich will das mal eben abspielen und schalte dann auch um. Hier sind also entscheidende Passagen in der Lüge und Unehrlichkeit von dem Eddie the Eagle, dem Skispringer. Mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Zeit zu nehmen hatte. Zumal Vorgänge in Rede stehen, die Jahre vor meiner Amtsübernahme lagen. Nachdem dieser Tage viel über Anstand diskutiert wurde, war es für mich gerade eine Frage des Anstandes, zunächst die drei fallenden Soldaten mit Würde zu Grabe zu tragen und nicht erneut ihr Gedenken durch Debatten über meine Person überlagern zu lassen. Es war auch ein Gebot der Verantwortung gegenüber diesen, ja gegenüber allen Soldaten. Und es gehört sich, ein weitgehend bestelltes Haus zu hinterlassen. Weshalb letzte Woche noch einmal viel Kraft auf den nächsten entscheidenden Reformschritt verwandt wurde, der nun von meinem Nachfolger bestens vorbereitet verabschiedet werden kann. Das Konzept der Reform steht. Angesichts massiver Vorwürfe bezüglich meiner Glaubwürdigkeit ist es mir auch ein aufrichtiges Anliegen, mich an der Klärung der Fragen hinsichtlich meiner Dissertation zu beteiligen. Zum einen gegenüber der Universität Bayreuth, wo ich mit der Bitte um Rücknahme des Doktortitels bereits Konsequenzen gezogen habe. Zum anderen habe ich zugleich Respekt vor all jenen, die die Vorgänge zudem strafrechtlich überprüft sehen wollen. Es würde daher nach meiner Überzeugung im öffentlichen wie in meinem eigenen Interesse liegen, wenn auch die staatsanwaltlichen Ermittlungen etwa bezüglich urheberrechtlicher Fragen nach Aufhebung der parlamentarischen Immunität, sollte es noch erforderlich sein, zeitnah geführt werden können. Ja, er sagt also, sollte staatsanwaltliche Aktivität nötig sein, und das ist genau wieder die Lüge, mit anderen Worten, der Eddie the Eagle sagt, er hätte den Rücktritt erst gestern erklärt, weil er die Trauerfeier für die Soldaten zu machen hatte. Und er erklärt, er hätte die Bundeswehrreform quasi perfekt hinterlassen. Sie müsste nur noch jetzt gestartet werden. Natürlich auch Quatsch ist. Und er sagt, dass falls der Staatsanwalt was will. Ja, das ist alles nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass der zu Guttenberg vergangene Woche sich nicht um die gestorbenen Soldaten gekümmert hat. Und hier kommt es jetzt nochmal, die Stelle, die der Staatsrechtsgutachter gesagt hat. Herr Lepsius in Bayreuth, Professor.
So, das ist hier der springende Punkt. Dieser Staatsrechtsprofessor, Oliver Lepsius, ist einer der Auguren in Bayreuth für das Fach, in dem der Gutenberg den Doktortitel verliehen bekommen hat. Der Lepsius ist aber nicht Professor für Strafrecht. Hier handelt es sich um den Betrüger-Vorwurf des Betruges, und wir haben es hier nochmal gehört, der Gutenberg hat Fehler eingeräumt, aber er hat in Frage gezogen, ob die Staatsanwaltschaft damit zu tun hätte. In Wirklichkeit wusste er bei seinem Rücktritt, dass die staatsanwaltlichen Untersuchungen bereits laufen, und er erzählt das ganz anders. Er hätte erst noch die Bundesreform vollendet und die Beerdigung der Soldaten gemacht. Also ich weiß nicht, wer daran Gefallen finden kann, egal wie groß der Idolbedarf ist. Hier ist die Sprungschanze ein bisschen zu hoch gewesen und die Bruchlandung zu offenkundig. Eddie the Eagle, Inferiority, das ist für meine amerikanischen Freunde Inferiority, das ist die Minderwertigkeit gemessen an den gestellten Aufgaben. Peinlich und schrecklich. Und vielleicht findet man jemanden, der dem jungen Mann sagt, dass man so etwas schlicht und einfach nicht versuchen sollte, weil es nicht geht. Man rennt nicht mit dem Kopf gegen die selbstgebauten Wände.